So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen ein weiteres Dankeschön-Video quasi direkt im Anschluss, aber ich wollte ein extra Video daraus machen, weil es thematisch doch was ganz anderes ist als die Kamera. Und zwar geht es um Futter. Da hatte nämlich jemand, ich halte dich mal anonym, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass in deinem Fall das vielleicht gar nicht unbedingt notwendig wäre, aber da ich es nicht explizit gefragt habe und es mir eben eingefallen ist, ich hätte dich eigentlich mal fragen können, mache ich es jetzt mal so wie immer. Und wenn du dann möchtest, kannst du ja einen entsprechenden Kommentar hinterlassen, indem du darauf hinweist, dass das Ganze von dir stammt. Und nur falls mal wieder irgendjemand irgendwelche geheimen Werbeabsprachen und Werbedeals vermutet, das kommt ja immer mal wieder vor, nö, immer noch nicht. Ne? Das ist ein privates Geschenk von einer privaten Person, die nichts mit dem Hersteller der jetzt gleich gezeigten Produkte zu tun hat. Das dachte sich einfach nur jemand, das wäre doch cool für meine Futterexperimente und meine Suche nach der idealen Trekkingnahrung auch mal dieses Zeug, was jetzt gleich kommt, anzugucken. Und deswegen, wie gesagt, ein privates Geschenk, keine Kooperation mit dem entsprechenden herstellenden Unternehmen. So, und damit handelt es sich auch nicht um Werbung. Übrigens, das kommt immer mal wieder vor in letzter Zeit, dass mir irgendwelche Werbung oder ich soll mal Dauerwerbesendungen drüber schreiben und so weiter und so fort, weil das macht ja quasi inzwischen jeder, sicherheitshalber, damit man ja nicht verklagt wird. Ich weigere mich nach wie vor, das zu tun. Erstens, es ist immer noch keine Werbung. Ne? Manche Leute schreiben es ja auch drüber, obwohl es keine Werbung ist, weil sie auf ganz, ganz Nummer sicher gehen wollen. Aber ich möchte es wirklich überhaupt so gut wie, ne, ich möchte, wenn ich es vermeiden kann, nie dran schreiben müssen, weil ich echt nirgendwo einsehe, dass ich in irgendeiner Form mal für irgendwas Werbung gemacht hätte. Ich sage zu meiner Meinung zu irgendwelchen Produkten. Ich bin damit quasi die Stiftung Warentest. Der wirft man ja auch nicht vor, dass sie Werbung macht. Oder irgendwelche, ne, 19.30 Uhr montags im ZDF gibt's Wieso, guckt meine Mutter immer. Da habe ich auch mal hin und wieder mal entsprechend mit reingeschaut. So, und die testen auch immer irgendwelche Produkte und sie nennen sie tatsächlich beim Namen. Und sie machen aber damit auch keine Werbung, beziehungsweise schreiben auch nicht Werbung drüber, weil sie ein Produkt beurteilen, das sie selbst erworben haben, ohne irgendeinen Deal mit demjenigen zu haben, der das Produkt promotet und so weiter und so fort. Jetzt gibt es inzwischen übrigens ein interessantes Referenzurteil, was man als Referenzurteil ansehen kann, weshalb viele YouTuber abgemahnt worden sind, wenn sie auf Produkte verlinken und dann nicht Werbevideo drüber schreiben, weil es nicht glaubwürdig ist, dass man auf ein Produkt verlinkt, aber keinen Deal mit dem entsprechenden Hersteller habt. Beziehungsweise sobald man da drauf verlinkt, das Linkrecht ist nämlich durchaus interessant. Ich habe mich inzwischen da wirklich intensiv auseinandergesetzt mit sowas. Man muss da ja vorsichtig sein, wenn man da im Internet entsprechend tätig ist. Wenn du nämlich einen Link zu irgendetwas abgibst, dann kann dir das ausgelegt werden als eben entsprechend eine Empfehlung für das verlinkte, für die verlinkte Seite. Und wenn es sich dabei jetzt um einen Shop handelt, dann kann das als Werbung ausgelegt werden. Dazu gibt es eben ein entsprechendes Referenzurteil. Da ich aber auch nie was verlinke und wirklich nur immer meine Meinung zu irgendwelchen Produkten sage, selbst wenn die durchgehend positiv ist, ist das immer noch keine Werbung, sondern eine Meinungsäußerung. Es wäre nur dann Werbung, wenn ich das Produkt vom Hersteller oder einem Händler oder sonst wem geschenkt bekommen hätte, der mich darauf hinweist, dass ich doch dazu bitte ein Video machen möge und dann das Produkt behalten kann. Wenn es also quasi eine Gegenleistung für eine zu erbringende Leistung ist. So, das ist hier aber nicht der Fall. Man kann natürlich immer, und damit meine ich jetzt überhaupt nicht dich, ne? Also lieber Schenker, überhaupt nicht, aber man kann schon einfach nur zur Erklärung unterstellen, dass es möglich wäre, dass mir mal irgendein Hersteller von irgendwas schickt, ich dieses irgendwas dann in einem Danke-Video verwurschtel, weil sich dieser Hersteller nicht als Hersteller des irgendwas zu erkennen gegeben hat. Aber da bin ich auch rechtlich gesehen aus dem Schneider, weil man nicht von mir erwarten kann, dass ich ein wie ein Privatgeschenk aussehendes Geschenk überprüfen muss, bis ich weiß, ob es sich um ein Privatgeschenk handelt oder nicht. Ne? Da darf ich im guten Glauben davon ausgehen, wenn es wie ein Privatgeschenk aussieht, dass es sich dann auch um so eins handelt. Ne? Also da gibt es tatsächlich
Möglichkeiten, hier eben entsprechend ein bisschen Betrug theoretisch wirken zu lassen. Aber ich hoffe einfach, dass das nicht passiert auf meinem Kanal. Ne? Das hoffe ich sehr. Davon abgesehen, es lohnt sich auch einfach nicht, weil meine Dankeschön-Videos haben nicht so eine fette Reichweite, dass ich das wirklich rentieren würde. Und ich habe auch nur, ich glaube insgesamt bei den Dankeschön-Videos vielleicht dreimal tatsächlich einen Kommentar drunter gesehen, oh ja, das will ich auch haben, das kaufe ich mir auch, wo gibt's das? Oder irgendwie sonst wie, das kommt wirklich nur ganz, ganz selten vor. Also es wäre einfach denkbar unwirtschaftlich, das als Werbeplattform nutzen zu wollen. Es ist ja unglaublich nervig, aber diese ständigen E-Mails, hallo, ich Bedingster aus China, Gedöns, Google Übersetzer benutzt habe und jetzt möchten Zusammenarbeit mit du. Ja, deine Video, toll. Hier können Link setzen, wollen Produkt kostenlos für Video erhalten. Irgendwie sowas, ne? Und der größte Quatsch dabei ist ja, was mich dabei am meisten noch aufregt, und ich weiß, das hat nichts mit dem Thema dieses Videos zu tun, aber ich wollte es einfach jetzt, ich muss es mir mal von der Seele reden, ja, ja, wie Kameratherapie. Der größte Scheiß dabei ist, wenn mir jemand auf Englisch oder in einem so gebrochenen Deutsch, dass es echt nur aus dem Google-Übersetzer stammen kann, erklärt, meine Videos gut zu finden. Hä? Ja, welchen Teil denn davon? Ich laber doch die ganze Zeit nur auf Deutsch und erkläre irgendwelche vergleichsweise komplexen Zusammenhänge. Das kann man nicht gut finden, wenn man nicht perfekt Deutsch spricht. Oder zumindest so gut Deutsch, dass man kein Problem mit Verstehen hat. Hä? Nee, unmöglich. Und ich glaube nicht, dass irgendein Hersteller von was auch immer in China irgendwie Interesse an deutschem Waldrecht hat. Oder an der Ökologie des deutschen Buchenwaldes oder sonst wie. Das kann mir kein Mensch erzählen. Nee, das glaube ich nicht. Ne? Und insbesondere, wenn sie einen auf Englisch anschreiben. Was soll das? Ne? Die können mein Video nicht gut finden. Sie verstehen es nicht. Wenn sie es verstehen würden, könnten sie mich auf Deutsch anschreiben. Ah. Jetzt kommen wir zum entsprechenden Danke-Video, bei dem ich immer noch der Meinung bin, ne, niemals unter sowas irgendwie Werbung drunter schreiben zu werden, zu wollen. Außerdem kommt ja noch erschwerend dazu, dass meine Videos gar nicht monetarisiert sind. Das ist auch nochmal rechtlich gesehen schon nochmal ein gewisser Hintergrund. Ne? Man könnte mir ja auch unterstellen, dass ich was von der Werbung, die ich nicht mache, habe, weil ich ja mit dem Video Geld verdiene, was ich ja nicht tue. Ne? Also, es ist wirklich keinerlei Sachverhalt gegeben, der in irgendeiner Form dafür ausreichen würde, mich hier zu Unterlassung zu verklagen und zur Strafzahlung von 700 irgendwas Euro, weil ich Werbung betrieben habe und sie nicht als Werbung gekennzeichnet habe. Arschlecken, liebe Landesmedienanstalten von Schieß mich tot. In meinem Fall wäre es Baden-Württemberg. Das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler, dass ich das gesagt habe. So, jetzt wollen wir wahrscheinlich alle wissen, um welches mysteriöse Produkt handelt es sich denn jetzt? Es gibt da so ein schwäbisches Unternehmen mit einer sehr prominenten Stimme, die im Radio gerne für sich selbst wirbt, mit einem sehr schwäbischen Akzent, den ich im Grunde unglaublich gerne jetzt nachmachen würde. Aber dann habe ich Angst, dass mir das wirklich als Werbung ausgelegt wird. Und deswegen verzichte ich darauf, diesen sehr schwäbischen Akzent nachmachen zu wollen von demjenigen, der da gerne Werbung für seine eigenen Produkte macht, was er ja darf. Ne? Und zwar handelt es sich hier um diese Firma in Grün. So, und davon habe ich jetzt eben diverse Produkte bekommen. Es macht ja auch Sinn, im Rahmen meiner ganzen Verköstigungen und so weiter und so fort auch mal über diese Firma nachzudenken. Die andere Firma, über die ich dann ständig darauf hingewiesen werde, dass ich über die doch mal nachdenken soll, ist Gefro. So, und bevor das jetzt noch 28.000 Mal in den Kommentaren steht, vielleicht liest es ja derjenige, ich habe von denen schon ein bisschen was probiert und das war mir einfach zu natürlich. Ich muss sagen, ne, also Bio, alles schön, natürliche Inhaltsstoffe, auch alles schön und in vielen Fällen schmeckt es ja auch gut, aber manchmal ist es mir einfach echt zu Bio und ich brauche meinen Geschmacksverstärker, ne? Ich brauche den, schmeckt mir sonst nicht und wenn es noch so, ne, Geschmacksverstärker ist ja per se nicht böse, der ist super ressourceneffizient, ganz einfach im Labor herzustellen und tut eigentlich niemandem weh, außer dass man sich halt eben streitet, ob er Gehirnzellen tötet, ja, gut, das tut YouTube auch, außer meine Videos. Die nicht.
So, ne? Und deswegen habe ich so meine Schwierigkeiten mit so 100% natürlichen Dingen, in die alle anderen zum Beispiel noch Geschmacksverstärker reinschmeißen. Beispiel Soßen. Kommen wir gleich zu. Und das gleiche Problem, was ich jetzt auch bei Seitenbacher, so ein Problem in Anführungszeichen, so ein bisschen feststellen kann. Trotzdem herzlichen Dank. Ja, ich freue mich total drüber und das ist wahnsinnig spannend, das auszuprobieren. Also ich hätte es mir auch so nicht gekauft, wenn du es mir nicht geschenkt hättest. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Und das finde ich absolut großartig. Ja, also wirklich vielen herzlichen Dank. Nur ist es nicht alles hundertprozentig mein Geschmack. Manche schon. Kommen wir dazu. Ne? Denn beispielsweise, ja, fangen wir an. Beispielsweise die braune Soße hier. Ne? Das gefühlt, also so interpretiere ich das, soll das wohl ein tatsächlich pflanzlicher Ersatz für die übliche Bratensoße, die man auch in Pulverform eben bekommt, sein. Jetzt ist die übliche Bratensoße, die man in Pulverform bekommt, ich hatte da bei dem großen Video mit den diversen Zutaten die teuerste Fertigbratensoße, die man in Pulverform bekommen kann, gezeigt. Die habe ich inzwischen probiert und die war tatsächlich richtig lecker. Allerdings muss man da auch noch frische Sahne und ein Stückchen Butter ranmachen. Das hat man outdoors nicht. Ich vermute allerdings, dass es mit Sahnepulver auch relativ gut funktionieren würde, das dann auch outdoors in einen sehr guten Zustand zu überführen. Die war wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr lecker für eine Fertigsoße. So, aber eine Alternative wäre, also wer das mag, ne, diese Soße hier. Und die ist halt eben im Gegensatz zu diesen ganzen Tüten und Dings da Suppen, Soßen tatsächlich komplett frei von, sagen wir mal, mit Labortechnik hergestellten Bestandteilen. Da ist nämlich nur drin getrocknete Kartoffeln, Zwiebeln, Tomatenpulver, Meersalz, Paprika, Knoblauch, Karotten, Senfkörner, Rosmarin, Kümmel, Pfeffer, Karamellsirup, Lauch, Petersilie, Liebstöckel, Sellerie, Gewürznelken, Majoran. Fertig. Also das Einzige, was da in Anführungszeichen nicht einfach nur ein fertiges Lebensmittel ist, ist Karamellsirup. Und diese Anführungszeichen sind auch nur ganz, 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 ganz klein, weil das ist auch nur Zucker in Sirup, Karamellsirupform. Ne? Das ist nichts Schlimmes. Also auch ein echtes Nahrungsmittel, wenn man so möchte. Man schmeckt meiner Meinung nach ziemlich raus, dass das im Prinzip gewürzter Kartoffelbrei in dünn ist. Weil hier fehlt ja auch das Verdickungsmittel, was sonst in solchen Suppenpulvern immer drin ist. Da fehlt das Guakenmehl und all so ein Kram, der wirklich fast immer in so einem Zeug drin ist. Und ich weiß nicht, dass man, wahrscheinlich spricht man es nicht Guakenmehl raus, aber ist ja auch egal. Aber super sympathische Verpackung auch und alles, was da so draufsteht. Verehrte Kunden, diese braune Soße hat eine lange Entwicklungszeit in Anspruch genommen. Das Ziel war, eine Soße zu entwickeln, die möglichst vollwertig und rein pflanzlich ist. Wir hoffen, Ihnen schmeckt unser Produkt, sodass sich unsere vielen Arbeitsstunden gelohnt haben. Falls Sie möchten, schreiben Sie uns bitte einen kurzen Eindruck zum Produkt. Danke, Ihr Seitenbacher-Team. Absichtlich in Hochdeutsch vorgetragen, damit mir keine Werbung unterstellt wird, wenn ich klinge wie der Herr Seitenbacher. Diese lustige Stimme in der Werbung ist nämlich tatsächlich der Herr Seitenbacher persönlich. Weil er Schwabe ist, wollte er Geld sparen und hat beschlossen, den Werbespot fürs Radio entsprechend selber aufzunehmen. Und was dabei rausgekommen ist, ja, ist schon fast Kunst, finde ich. Muss man fast schon. Also, ne, es gibt Werbung, die ist so besonders, dass man sie fast schon in den Bereich Kunst aufnehmen müsste. Gut, das Schöne ist, da ich sie jetzt schon probiert habe, kann ich sie auch aufmachen und euch mal zeigen. Wenn es aussieht wie verschiedenes Gemüse in Pulverform, also quasi in Kartoffelbrei sozusagen, ja, das ist es, ne? Aber zugegebenerweise, die ist echt nicht schlecht. Also die schmeckt schon gut. Auch in mir schmeckt die gut. Ich habe sie mir spaßeshalber neulich mal, ich hatte noch ein paar Spaghetti übrig, habe ich einfach angebrutzelt in der Pfanne, bisschen in Öl und dazu mir wirklich nur diese Soße gemacht, sonst nix. Und habe da diese Soße drüber gegeben. Gut, ich habe noch ein bisschen Parmesan drüber geschmissen, wo dann wieder Geschmacksverstärker drin ist. Weil den hatte ich gerade noch übrig. In dieser Kombination hat es wirklich gut geschmeckt. Also war nicht keine Offenbarung, aber war wirklich in Ordnung. Doch, doch, doch. Also in Ordnung bis gut. So irgendwo so in diesem Bereich. Ja.
es ist definitiv eine Alternative. Es ist definitiv eine Alternative und da ich noch eine zweite Dose geschenkt bekommen habe, herzlichen Dank. Das nehmen wir auch auf garantiert mal mit auf Tour und kann jetzt nicht sagen, ob das die Tour, auf die wir uns vorbereiten, sein wird. Ich mache es auch bald ganz offiziell, der ein oder andere hat sowieso schon mitbekommen, worum es geht. Aber wir werden es auf jeden Fall verwenden und wahrscheinlich findet Evelyn das sowieso super lecker. aber das, ne? Also wirklich herzlichen Dank und es ist auch wahnsinnig interessant einfach, was es da für Alternativen gibt. Finde ich super spannend. Bin ich mir hoffentlich nicht böse, dass ich jetzt, ne? Aber Geschmack ist ja immer so eine Sache. Hingegen wirklich ganz hervorragend, und das werde ich mir auch bestimmt nochmal besorgen, ist dieses Protein-Porridge. Von den Proteinen verstehe ich nichts, keine Ahnung. Aber das schmeckt richtig lecker. Das ist ein richtig, richtig leckeres Porridge, insbesondere in Milch. Ich habe es nochmal in Wasser probiert, ist auch okay. Aber in Milch wirklich super lecker. Relativ geringer Schokoladenanteil ist einer drin, der beträgt 14%. Und sonst ist drin Vollkornhaferflocken, Milch, Eiweiß, Schokolade aus Rohrzucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaopulver, Emulgator, Raps, Lecithin, also der Emulgator heißt so. Dann ist noch Protein-Crispies drin, die sind aus Erbseneiweiß, Reismehl und Weizenprotein. Ein bisschen Fructose ist drin und Kakaopulver entölt. Heißt, das liest sich schon nicht mehr ganz so super ultra natürliche Inhaltsstoffe wie diese Suppe. Wahrscheinlich schmeckt es mir deswegen auch besser. Nee, es hat halt einen erhöhten Proteinanteil. Kohlenhydrate sind 30 Gramm drin, Ballaststoffe 5 Gramm, Eiweiß 30 Gramm, was für ein Müsli wirklich sehr, sehr viel ist. Das ist schon richtig. Und 7 Gramm Fett. Also schon eine gute Mischung und das Zeug hat fast 390 Kalorien, 389 pro 100 Gramm und das ist auch wirklich völlig in Ordnung für ein Porridge. Absolut guter Wert und wirklich, wirklich lecker, muss ich sagen. Also echt fein und auch nicht zu süß. Es wird noch empfohlen irgendwo, man könnte es noch nachsüßen, wenn man möchte, mit Honig oder Ahornsirup oder... Auf keinen Fall mit ganz normalem Haushaltszucker, natürlich nicht. Aber das ist wirklich richtig, richtig lecker und da sage ich herzlichen Dank und das werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal irgendwie selber auch mal gerne für eine Tour entsprechend besorgen, damit ich quasi verschiedene Variationen vom Porridge zur Tour habe, was man ja auch immer gut machen kann. Das habe ich, glaube ich, im Video gar nicht erwähnt, insbesondere da, wo wir so unterwegs sind. Da wächst eigentlich fast immer, wenn wir auf Tour sind, diverse Beeren und wenn man sich die dann noch ins Porridge reinschmeißt, selbst ich mag frische Blaubeeren mitten aus der Natur, der ich sonst eigentlich kein Obstfan bin, aber so ein paar schöne Blaubeerchen, das mag sogar ich. Was soll was heißen. So, was dich wahrscheinlich auch noch dazu gebracht hat, mir Seitenbacher Produkte näher zu legen, ist die Tatsache, dass ich keine, sagen wir mal, Öko-Tütensuppe gefunden habe, ne, die einfach nur den Zweck hat, abends noch was Warmes in den Magen zu bekommen. Und tatsächlich, Seitenbacher hat Tütensuppen, die komplett ohne diese Inhaltsstoffe, die viele Leute nicht mögen, auskommen. Denn in so einer Tütensuppe ist drin, in diesem Fall hier zum Beispiel die Tomaten-Chili, Tomaten, Kartoffeln, Meersalz, Hefeextrakt. Oh! Hefeextrakt! Also das ist quasi Natriumglutamat, nur in natürlich. Das kommt ja auch natürlich in diversen Lebensmitteln vor. Das gibt es sehr wohl auch völlig ohne Labor als ganz natürlicher Zusatzstoff in Form von Hefeextrakt. Hefen produzieren das Zeug nämlich. Das ist ein Pilzprodukt. Daher weiß das Labor auch, wie Natriumglutamat funktioniert, weil es auch in der Natur vorkommt. Aber ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber es soll ja Leute geben, oh nein, Geschmacksverstärker. Gewürzmischung enthält wohl Chili, 1,7%, Basilikum, Oregano, Rosmarin, Zwiebeln, Schnittlauch, Knoblauch, Pflanzenöl, Fructose. Fertig. Habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber bald mal tun, dann bei geeigneter Gelegenheit, wahrscheinlich wirklich mal auf Tour oder irgendwie sowas, muss ich probieren. Evelyn mag überhaupt nicht scharf, so gar nicht. Ne? So ein bisschen scharf, das brennt bei ihr schon richtig, also wirklich so minimal, so homöopathisch ist ihr schon, ja, das langt schon und sobald etwas auch nur im Ansatz so schmeckt, als könnte es scharf sein. Schon, ne? Aber gut, da sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Und dann haben wir hier noch die Gemüsesuppe, die möchte ich auch mal kurz, wenigstens die Zutaten. Gemüsemischung macht 85,5% von der ganzen Suppe aus. Das natürlich, ne, für eine Gemüsesuppe, ja, da erwartet man dann ja schon, dass da Gemüse drin ist. Macht also Sinn. Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Zwiebeln, auch Schnittlauch. Meersalz,
Gewürzmischung Kurkuma, Pfeffer, Liebstöckel, Dillspitzen, also Dillspitzen, Knoblauch, Rosmarin, Petersilie und Pflanzenöl. Ich vermute mal, dass mit Pflanzenöl hoffentlich bitte nicht das... Da ist es wieder. Da ist es wieder. Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Ich sage es nicht. Ich spreche es nicht aus. So, und wir haben noch, und da habe ich auch schon was probiert, nämlich einmal den Fitnessriegel, der so gedacht ist, was hattest du? Hattest du das so geschrieben? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, so für zwischendurch und für so auf üblichen Touren. Und wir haben die Energiebombe. Das ist tatsächlich eher wirklich nur Tourenverpflegung. Es gibt ja Nahrungsmittel, die sind so energiereich, wie sollte man im Alltag echt nicht essen, wenn man nicht aussehen möchte wie die Kugel. Das Ding hier hingegen, das ist, glaube ich, auch recht alltagstauglich und vor allen Dingen für Sport mal zwischendurch. Also sollte ich mal Sport machen, es ist schon vorgekommen in meinem Leben, dann kann ich das ja unterwegs verzehren. Ist auf eingedickter Apfelsaftbasis, Haselnüsse, Milcheiweiß, Soja-Eiweiß, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Sojakerne getrocknet, Äpfel, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Phantenolsäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin BD2 und Biotin. Da ist sogar was D drin, D-iges drin. Das ist selten, weil D kann man zu viel, glaube ich, zu sich nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen selten bei irgendwelchen Nahrungsmitteln noch D zugesetzt. Ja, wie gesagt, man kann da zu viel von nehmen. Auch diese Multivitamin-Brausetabletten, die man findet, da ist fast nie irgendein Vitamin drin, das in übertriebenem Maß konsumierbar wäre. Steht trotzdem drauf, man darf nur eine Tablette am Tag nehmen. Ich habe auch schon mal 5 gefressen, ist nichts passiert. Weil es sind halt immer nur die wasserlöslichen Vitamine drin. Die fettlöslichen, die reichern sich im Körper durchaus an. Die können vergleichsweise gut gespeichert werden. Die wasserlöslichen, die sind auch nicht so gut zu speichern. Man hat die relativ schnell weg, sozusagen verbraucht und kriegt dann gegebenenfalls einen Mangel von den Dingern. Relativ schnell mal ein paar Wochen, irgendwie sowas. Ne? Aber es ist längst nicht so, dass man mal nicht 2 Wochen ohne auskommen könnte. Ja, also herzlichen Dank auch eben für die entsprechenden Riegel. Ich weiß, ich habe jetzt einen Haufen heißen Brei herumgelabert. Ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr, dass das in deinem Danke-Video jetzt der Fall war. Ich werde mal noch irgendwo am Eingang einblenden, wie weit man vorscrollen muss, wenn man sich jetzt nur für den eigentlichen Inhalt und mein das Herz ausschütten der Kamera nicht unbedingt mitbekommen möchte. Ja, dann muss man halt vorscrollen, ne? So, um den Satz zu versuchen zu beenden, der wahrscheinlich grammatikalisch trotzdem nicht korrekt war. Es ist auch nicht mehr ganz früh. Nein, es ist nicht mehr ganz früh. Wie gesagt, ich bedanke mich herzlich. Von diesen Riegeln habe ich übrigens jeweils, ich glaube, das waren mal noch ein 4. Ja, das sind jeweils 3 gewesen. 3 gewesen jeweils. Herzlichen Dank nochmal und tschüss.